Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Spark Randomizer Nuzlocke. Wie ihr seht, bin ich nicht da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, sondern ich bin auf einmal in Moosbach. Moosbach? War das Moosbach City? Ja, ich bin in Moosbach City, weil mir ist leider die letzte Aufnahme abhanden gekommen. Und ja, das ist jetzt halt so passiert und jetzt, es ist nicht viel passiert. Das Ei ist geschlüpft und es kam ein Shiggy raus. Wir haben in der Aufnahme davor Tortli als Shiggy gefangen und das hat sich in ein Tornupto entwickelt. Mehr ist nicht passiert. Wir haben noch das Team Aqua Versteck sozusagen aufgeräumt. Und jetzt sind wir halt hier und wollen uns an den nächsten Ort machen. Und das ist heute unsere Aufgabe. Deswegen gehen wir so gleich dahin. Und ich glaube, das sind doch alles Doppelkämpfe, ne? Dann hat er den EP-Teiler? Dann nehmen wir den nämlich weg. Weil der sollte nicht haben. Und dann nehmen wir Pichu wieder nach vorne. Ja, Pichu! Dann geht's los! Kämpfe hängen von der Stärke deines Geistes ab. Die mit schwachem Geist werden niemals gewinnen. Ich habe jetzt erst überlegt, ob ich diese... Ich habe ja die Tonspur, habe ich noch. Die geht 20 Minuten. Ich habe gedacht, Alter, wenn ich das einfach so hochlade, dann ist das bestimmt in Ordnung. Aber halt auch ultra langweilig. Natürlich, Entei. Und ich dachte, nee, kann ich nicht machen. Habe ich dann auch direkt verworfen. Ich wollte dann eine einzelne Zusammenfassung immerhin machen, aber... es lohnt sich einfach nicht. Jetzt habe ich so gemacht und so bin ich auch zufrieden. Da, da. Oh, rechte Hand auf Entei. Oh mein Gott. Ah, Glut! Oh, wow. Als hätte das sein müssen. Flügelschlag, das ist schneller als ich. Aber ich mache Donnerwelle. Ja! Jetzt macht es Turbo-Tempo. Weil es ist voll krass. Und zack. Und habe ich noch einen Supertrank? Bestimmt. Ich war doch wohl mal einkaufen. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Aha. Bukudung? Yes. Das Spiel kann mir nichts. Naja, muss ich all diese Ei-Animation noch nicht machen, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Naja, dann ist das jetzt passiert. Und wir spielen einfach weiter, mein Gott. Das hier wird normal als Part kommen, ist dann Part 21 für Samstag. Und ja, ist jetzt kein Weltneuer. Ist schade, aber mein Gott. Auf was machst du rechte Hand? Oh, ich glaube, ich habe mich vorhin verschluckt. Jetzt habe ich irgendwas im Hals hängen. Oh. So, Wups entwickelt sich vielleicht? Irgendwann mal? Ich muss meinen Geist stärken. Du warst auf dem Pfad der Größe, dankeschön. Ich bin aber nur 1,79. Oh, Menno. Wutsch. Du. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier dauert. Ah ja. Das sind ja nicht viele Räume. Obwohl, wir haben auch schon 3 Minuten bestimmt voll. Ich sag bestimmt, obwohl ich hier original sehe, dass jetzt meine Audioaufnahme auf 3 Minuten 33 ist. Max. Gelogen. Oh, Mengi. Und Hariyama. Hariyama ist ganz schön dick. Wie bitte? Das will ich mir aber nicht haben sagen lassen. Ich habe gerade voll Bock auf die Musik. Mein Problem, warum ich jetzt hier sozusagen auf Halde aufnehmen muss, ist, ich bin morgen unterwegs am Samstag und hatte dafür ja den Part, der jetzt verloren ist, schon voraufgenommen. Jetzt bin ich hier und muss einfach wieder was vorproduzieren. Ich muss das vorproduzieren für eine Situation, für die ich vorproduziert habe. Das ist weird. Das ist richtig weird. Psycho David und Psycho Cement, das ist ein richtiger Psychonamen. Meine Pokémon... Du hattest ein Pokémon. Wie soll da was synchron kämpfen? Bam, 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 bam. Hohohoho. Jetzt haben wir gerade 17.08 Uhr. Und um 18 Uhr kommen meine nächsten beiden Videos, die ich aber beide noch nicht hochgeladen habe. Nee, doch. Doch, eins habe ich schon hochgeladen. Welches? Zelda? Pokémon? Ach, ich weiß es nicht. Ach man, warum kann ich denn keine Elektroattacke machen? Da, da, na, 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 na. Ich gehe voll ab. Ich überlege, ob ich Krebutak mit an Anfang setze, wenn wir bei den Arena-Leitern sind.
Die Arena Leiter? Was? Das ist ja voll der Spoiler, Mann. Das ist gut möglich. Aber das Spiel sollte mittlerweile auch bekannt sein. Das ist schon ein paar Jahrzehnte alt. Nein, war gelogen. Nicht Jahrzehnte, aber schon lang. Zack. Und tschüss. Easy. Ach, die Arena-Leiter. Mache alle keine Probleme. Nicht so wie in Pokémon Silber. Uff. Meine Pokémon sind klassisch. Und dreht euch bitte mal weg. Ihr sollt verschwinden. Okay, ich mach die Kämpfe, weil anscheinend sind die einfach. Du bist nicht zu schwach, ich bin nur zu stark für dich. Ah, guck mal, sie nennt sich selber Fisherman's Friend. Das ist eine Sache, die nicht passieren sollte. Ich hab das Fenster auf. Oh nein, jetzt hört man... Oh, wer fährt denn bei dem Wetter so rum? Alter, der hat einen Noctuska. Das kenne ich irgendwoher. Alter, sogar dasselbe Geschlecht. Wow. Nein. Na, ist ja egal. Tschüss, Noctuska. Immer wenn ich einen Noctuska sterben sehe, bricht mein Herz in zwei. Alter, wir sind fast Level 50. Hör auf. Keine giftigen Angelegenheiten hier. Ich flügel dich einfach zu Boden, Mann, du fällst um. Und stehst nicht mehr auf. Was? How the hell? Mein Flügelschlag ist zu schwach. Ich sollte mehr Pokémon trainieren. Aber mein Noctuska ist mir wichtig. Nee, haben die alle nur einen Pokémon? Oh, hier, Wups braucht unglaublich viel EP. Kann das sein? So, und... Zack. Zack. Ah ja. Oh mein Gott. Okay. Iha. Hey, was soll das? Totaler Schwach, das muss ja gar nicht sein. Oh, guck mal, Kämpfe. Ich werde dir eine wunderbar schreckliche und gruselige Zeit bereiten. Es ist noch nicht Halloween. Oh, schmeckt die Suppe. Schmeckt die Suppen? Ach, Superkraft. Die Superkraft meiner Pokémon, die Suppenkraft. Weil Myrapla habe ich dabei. Oder Duflo oder so. Walraiser. Und Juro. Oh, zweimal Eis. Oh, oh, oh. Dann benutze ich auf jeden Fall Nietenranke. Ja, auf Pichu. Das wäre ein guter Plan gewesen. Die Nietenranke schlägt um sich wie ein Torpedo, mein Freund. Und du gehst unter, du fettes Vieh. Oh, Entschuldigung. Und Wups lernt auch immer nicht. Ach Leute, ich habe gestern Abend einen Zelda-Part aufgenommen. Das ist der Part 20? Oh, ich wurde am Ende so sauer. Ich wurde richtig, also ich war richtig, richtig sauer auf das Spiel. Unglaublich. Oh. Oh nein, der Part müsste ja mit dem hier jetzt rauskommen. Oh nein. Alles schrecklich. Der Boss war aber auch gemein. Der Tempel war dumm. Hat übelst genervt. Oh, ich werde... Es nervt mich, wenn ich darüber jetzt nachdenke. Hey, Wups, wie wär's, wenn du dich entwickelst? Das wäre eine coole Sache. Na, das war vom Wohl. Manu, was ist mit dir? Frech. Ich hab dich schon seit 9 Leveln. Ist das wie früher, dass wenn ich dem jetzt einfach so andauernd Tränke an den Kopf werfe, dass das dann irgendwann Bock hat? Ich mag meine beste Zeit gesehen haben, aber ich lasse mich von dir nicht bevormunden. Du wirst den Weg nicht zu Ende gehen, nicht wenn ich mich dir in den Weg stellen kann. Du stehst am Rand. Du stehst an einer richtig vorgemachten Ecke in einer Arena drinne, Fräulein. Elektroball! Okay, Flug ist glaube ich auch nicht normal. Das heißt, ich setze wieder Nietenranke ein. Und ich mache auch Donnerwelle, weil... Ah, das ist schnell! Nein! Nee! Lass mein... Nein! Nein, mein Pokémon!
Ach ja, ich hab Toad die fähige Kick beigebracht. Na gut. Oh Mann, ey. Mein Pichu. Oh Gott, das lebt ja immer noch. Oh, war das eine schlechte Idee? Nee, lebt noch. Gut. Nein. Oh Mann. Zu Hilfe. Aber wir können ruckzuck, das setzen wir ein. Oh, das läuft nicht wie geplant. Ach Mann, ich vergesse es immer wieder. Habe ich hier noch was? Aufwecker, Peter, der Beleber, Lachsrauch, Perle, Sternstück, Para. Oh. Para, Heura. Muckedung. Und jetzt fängt das aber an. Ultraschall. Oh, ich hatte gerade richtig Angst, dass das einfach viel mehr ausmacht wie als eben. Viel mehr als eben. Rimp. Naja, immerhin erreichen wir Level 31. Oh, Flammenrad, Feuerattacken. Oh, ich vermisse mein Pichu. Oh. Ob wir das auch mal machen? Mal gucken. Hier weg. Tada. My baby boy. Gentleman Achim. Oh, ich glaube, ich gehe am Ende nochmal raus aus der Arena und dann mache ich die erstmal fertig. Zack. Zack. Zack, zack. Komme ich damit direkt zum Anfang? Jo, cool. Bis gleich. Im Haus von Troy war ich schon. Da lag aber noch kein Ball. Das heißt, noch haben wir da nichts Neues. Pichu. Tschüss. Ja, und die anderen nehmen wir jetzt nicht mit. Habe ich keinen Bock drauf. Die sind nicht mein Team. Ich habe keinen Bock auf Pipi. Das ist ein Turakok. Will ich einfach nicht nochmal nehmen. Oh, ich weiß nicht, ob Tyrakok nicht in der letzten Folge mit dazu kam. Wenn ja, tut mir das voll leid. Für eure Consistency. Wuh! Da-da-da! Wieder hoch! Ich komm ganz schnell hier durch. Aber lieber nochmal abchecken, dass hier auch alles richtig funktioniert. Rüber da. Oh mein Gott. ist das nervig. Wupp. So. Oh mein Gott. Wem seine Idee war das? Und zack. Da seid ihr also. Ihr Lümmel. Da, da, da. Jetzt gibt's voll aufs Maul. Bist du überrascht? Bist du überrascht? Dass es hier zwei Arena-Leiter gibt. Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stelle. Kannst du diese besiegen? Oh, wow. Das ist ja ultra nervig. Wir haben unser ganzes Leben miteinander verbracht. Und deswegen sind wir so nervige Kobolde. Alter, endlich Alabis. Und Tortli. Nietenranke ist am Start. Und hier wird mir schön ein Verteidiger reingesetzt. So, das ist so ein richtig dicker Klotz. Genau. Boria. Verschwindet von meinem Hof. Ihr Säue. Ja, das wäre komisch gewesen, wenn das nicht gereicht hätte. Ja. Und jetzt? Schneckmark. Ich kümmere mich erstmal um. Naja, ich kann ja nicht anders. Aber wir können sowas machen. Barriere. Auch Verteidigung. Ist ja, glaube ich, nicht schlimm. Pflanze. Och, Sneaky. Härter noch. Vielleicht doch lieber Krebuschak noch holen. Mit Level 27 ganz schön mutig. Vielleicht werde ich ja doch meine Pokémon jetzt verlieren. Das wäre gut möglich. Luftstrahl. Gegen meinen Hummer.
Oh verdammt, Blubstragi, mein Hummer war voll okay. Ach, Härtner. So, mache ich Surfer? Oh ne, normal, das wäre jetzt dumm. Ich ginge sowieso nicht, weil... Ey, ich hätte jetzt nochmal gern gewusst, ob Surfer alle angreift. Du Lümmel von einem Spiel. Ah! Weg mit den Toxer. Very gut. So, jetzt lass irgendwie Makago reinkommen, weil dann ist Surfer noch besser. Ursaring, ja gut. Wusch. Hahaha. Oh. Nein! Das kann Surfer nicht machen! Aua. Ich weiß, welches Pokémon ich beim nächsten Mal wieder mitnehme. Tut mir leid, Leute. Dass ich es so unterschätzt habe. Oh, immer diese dummen Viecher. Dabei will ich das ja eigentlich jetzt zuerst ausnocken. Aquaknarre. Macht bestimmt kaum Schaden. Ah, doch. Ich brauche mehr Level. Yeah, Aquaknarre. Beste Attacke. Och, bitte nicht. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Fähiger Kick. Es fällt hin und verletzt sich selber. Was? Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott! Und dann kann das diese dummen Attacken. Mal gucken, was wir demnächst so fangen. Wir suchen uns einfach was. Yeah, Level 33. Zusammen sind wir jetzt Level 84. 82. Ja, natürlich habe ich gewonnen, weil ich ein ausgezeichneter Trainer bin. Mentalorden. Das ist weniger gut gelaufen tatsächlich. Yeah, Taucher. Yeah, TM4. Enthält Gedankengut. Oh, was? Ich hätte zwei Telefonnummern. Sag mir mal, was da jetzt so rumkam. Aromagurva. Da bin ich ja Fan von. Tschüss. Max, irgendwas ist passiert. Nee, doch nicht. Gibt's jetzt was bei meinem Lieblingssteinologen? Nein, erst später. Gut, dann würde ich sagen, wir entledigen uns unserer Pokémon. Weil, doof gelaufen. Tschüss. Das Zauberwasser hätte ich dann gerne. Und ja, dann sind wir jetzt auf die Pokémon erstmal drauf geeicht. Nasmit will ich nicht mitnehmen. So, dann bringen wir noch schnell Reiser was bei. Wow. Da ist jetzt alles sehr viel schlimmer gelaufen, als es hätte sein dürfen. Aber immerhin eine Wasserattacke für Walreiser. Tschüss, Schlaf, Bruder. Warum? Wie konnte das passieren? Ach, Mann. Nun gut, dann würde ich sagen, wir heilen uns noch. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann hier um die Raketenbasis und was da alles nicht so rumfliegt. Drei Pokémon sind es jetzt noch. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.